Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Tipps der Woche. Unsere Empfehlung für diese Woche lautet Rheinmetall. Der Rüstungskonzern hat volle Auftragsbücher, hat jetzt erst zuletzt wieder einen Auftrag aus der Ukraine bekommen, dass 40 Panzer vom Typ Marder modernisiert werden, dann in die Ukraine gehen, wieder zweistelliger Millionenbereich dieser Auftrag. Und die vollen Auftragsbücher dürften sich bald auch wieder in den Kursen widerspiegeln. Wir sehen es in den vergangenen Monaten, eine Konsolidierung in einer Dreiecksformation, die nach und nach ausläuft. In der vergangenen Woche bei 241 Euro hat die Rheinmetall-Aktie die untere Begrenzung erneut getestet. Hier verläuft aktuell auch die 200-Tage-Linie. Und da diese Unterstützung einmal mehr gehalten hat, rechnen wir jetzt damit, dass die Aktie schnell in den Bereich der oberen Begrenzung bei rund 265, 270 Euro laufen kann. Schwung gibt es dabei heute auch von der Deutschen Bank, die eine neue Kaufempfehlung ausgesprochen hat, das Kursziel von 275 noch einmal auf 300 Euro angehoben hat. Und entsprechend mit diesem Schwung raten wir, jetzt mit Hebel bei Rheinmetall einzusteigen und eben darauf zu spekulieren, dass die Aktie von aktuell gut 250 Euro auf etwa 265, 270 Euro steigen kann. Das wären bei der Aktie rund 7-8% und das Ganze, wer hier mehr herausholen will, kann dies mit einem Hebel tun. Hebel 3,0 hat dieser Turbo Bull mit der eingeblendeten WKN. Aktueller Kurs 8,63 Euro und 25% Potenzial sollten hier kurzfristig realisierbar sein. Den Stopp würde ich bei 7,75 Euro platzieren. Blicken wir jetzt noch kurz auf die Empfehlung der vergangenen Woche zurück. Das war Vonovia. Beim Immobilienkonzern haben wir darauf spekuliert, dass der Ausbruch über die Hochs bei 21,70 Euro gelingen kann. Und das Szenario ist voll aufgegangen. Wir sehen es eigentlich seit Mitte August geht es mit der Vonovia-Aktie steil nach oben. Auch gestern hat der Immokonzern wieder deutlich zulegen können. Im Fokus bei Vonovia steht natürlich die anstehende EZB-Sitzung am Donnerstag. Denn kaum ein Wert im DAX ist so zinssensitiv wie der Immobilienkonzern. Das muss man genau beobachten. Aber bislang ist der Turbo Bull sehr gut gelaufen. Wir sehen es, Empfehlungskurs 6,88 Euro. Inzwischen notieren wir schon bei fast 8 Euro. Und entsprechend würde ich den Stoppkurs jetzt auf Einstand nachziehen, um zu verhindern, dass die gut gelaufene Empfehlung noch einmal ins Minus rutschen kann. Aber sonst gilt es hier vorerst Gewinne weiterlaufen lassen. Grundsätzlich hat die Vonovia-Aktie noch Luft bis in den Bereich um 25 Euro. Ich wünsche Ihnen mit beiden Produkten viel Erfolg, gute Kurse und dann sehen wir uns hoffentlich in der kommenden Woche wieder zu einem neuen Tipp der Woche. Bis dahin.